This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute wollte ich mal ein kleines Video machen über Schuld. Weil ich neulich bei einer Freundin, die hat sich gerade ein Video von Vegan Feeling angeschaut. Und das fand ich ganz cool, was er da gesagt hat. Ich weiß nicht mehr, wie das Video hieß oder so. Ich hatte es nur kurz gesehen, aber er hat eben gesagt, so, das ist immer, wenn man sich mal anschaut, die Leute machen sich, wenn sie Veränderungen angehen, immer nur über so ein Schuldbewusstsein. Das heißt, wenn ich, was weiß ich, ich esse das nicht, weil das ist schlecht für mich und so weiter. Und es wird dabei immer nur das Negative gesehen, statt mal, wenn man sich mal Entwicklung einfach allgemein anschaut in der Natur. Entwicklung geschieht einfach aus einem freien Willen heraus, weil das Neue einfach so viel besser ist. Und da braucht man dann auch nicht irgendwie an einem Alten festhalten, sondern es gibt so viel Neues zu entdecken. Das Alte lässt man dann hinter sich und dann kommt was Neues. Es ist wie wenn ich, was weiß ich, Computerspiel habe oder Super Mario, kennt wahrscheinlich jeder in der Kindheit gespielt. Es wird langweilig, immer nur das erste Level zu spielen. Kann man auch mal eine Zeit lang machen, aber dann ist es doch viel interessanter, mal die anderen Level durchzuspielen und dann irgendwann ist man halt durch mit dem Level. Deswegen war das erste Level jetzt nicht scheiße, aber jetzt ist man ja viel weiter und jetzt kann man ganz andere Sachen machen und ja. So funktioniert es auch in der Natur. Da gibt es irgendwo viel geileres, viel neuere, bessere Sachen oder schönere Grad. Weil das Alte hat man halt einfach durchlebt. Man hat es erlebt. Und es war ja auch gut so. Es will ja keiner das irgendwie schlecht machen. Immer dieses mit dem Schuldgefühl da zu arbeiten, nur eine Veränderung darauf herbeizuführen, weil das Alte so schlecht war. Ich sehe einfach in den Dingen dann, was weiß ich, ich habe gemerkt, so, ich habe Ernährung auf vegan zum Beispiel umgestellt und ich habe einfach gemerkt beim Sport, wie viel mehr da ging. Ich habe mich besser gefühlt, ich würde nie wieder was anderes essen, so, weil es einfach sich gut angefühlt hat. Und das Alte war dann auch schön, aber ja, das hat man halt durchlebt. Deswegen war es nicht schlecht oder so. Die Leute sehen das dann immer so verurteilend. Das war halt... War halt so auf diesem Entwicklungsstand. Aber man muss ja nicht immer da stehen bleiben. Ich meine, es ist schön, Baby zu sein, aber nicht, wenn man 40 Jahre alt ist oder so. Und ich denke, es wird viel zu viel Veränderung immer nur auf so einem Negativgedanken beruhend aufgebaut. Und wenn man sich sieht, so, oh ja, das ist jetzt ungesund, dann esse ich es nicht. Oder oh, ich sollte jetzt noch Sport machen, damit mein Körper, dem tut es gut und so. Quatsch. Mach das, was dir Spaß macht. Normalerweise hat jeder Mensch den Drang, sich zu bewegen, wenn er eine Bewegung macht, die ihm Spaß macht. Du musst nur mal rausgehen und was ausprobieren, was weiß ich. Die einen tanzen gerne, die anderen, keine Ahnung, fahren Skateboard, irgendwas. Ja, jeder ist verschieden und so ist es in allen Bereichen. Und dann ist es auch nicht so, dass man... Ja, dieses Schuldgefühl sich schaffen muss, immer diese Negativität, so, oh, das ist ungesund, hat da die nächste Studie rausgefunden und so weiter. Ja, jeder spürt es doch selber, wenn er irgendwie Sport macht, wie gut er sich danach fühlt. Hey. Und wenn man einfach nur das macht, was einem wirklich dann Spaß macht, die Sachen ergeben sich automatisch, Entwicklung passiert automatisch, wenn man loslässt von diesen ganzen Kopfsachen und diesen ganzen, ja, wenn man sich nicht kontrollieren lässt vom Verstand, sondern seine Handlungen wirklich nach dem Herzen ausführt und nach dem Herzen lebt, einfach diese Sachen macht, die einen erfüllen und nicht die Sachen, wo man jetzt gerade meint, so, das wäre jetzt toll, das ist der nächste Trend oder so. Ja, die Entwicklung passiert ganz automatisch. Genauso wie es bei jedem Kind so ist, dass jedes Kind neugierig ist. Der Spaß wird den meisten Kindern in der Schule genommen. Jedes Kind ist neugierig. Jedes Kind will doch auch wissen, was da steht auf dem Plakat, das die Eltern gerade die ganze Zeit lesen. Dieser Spaß, sowas zu lernen, das wird einem oft einfach nur genommen durch diesen Leistungsdruck oder ähnliche Sachen. Normalerweise findet Entwicklung völlig automatisch und ohne Zwang
ohne Schuld oder irgendwas statt. Und dieses Schulddenken, Ding ist was, wo man völlig ablegen kann, meiner Meinung nach. Normalerweise entwickelt man sich, wenn man sich frei entwickelt, völlig zum Positiven, ganz automatisch. Und ein Schuldgefühl ist dabei keine Handlung irgendwie nötig. Das ist dann immer nur von irgendwelchen unbewussten Leuten oder Institutionen geschaffen worden und ist völlig überflüssig. Die Leute projizieren dann immer auch auf andere Menschen oft was sie selber einfach nicht leben können, so. Keine Ahnung, ich habe kein Bedürfnis, auch irgendwie was anderes als Früchte zu essen oder irgendwie was Ungekochtes und jetzt mehr, so. Vorher war es eine Zeit lang geil, auch Gekochtes zu essen, aber jetzt habe ich einfach gemerkt, wie viel besser mir das tut, aber dann bleibe ich halt dabei. Und ja, ich vermisse das andere Dich, es war geil eine Zeit lang, aber jetzt... Ja, jetzt habe ich halt wieder was anderes. So ist das Leben, es ist immer ständige Veränderung einfach. Ja, und das wollte ich heute mal einfach loswerden, so dieses Schuldgefühl, dass das eigentlich gar nichts bringt, sondern dass man mit einer positiven Entwicklung arbeiten sollte, indem man einfach nur das macht, was einen wirklich erfüllt. Und die Entwicklung findet von allein statt, wenn man wirklich das tut, was man merkt, ey, das fühlt sich gut an, das Entwicklung findet von ganz alleine statt. Man will doch nicht sein Leben lang irgendwie Level 1 bei Mario wiederholen oder sein Leben lang irgendwie Baby sein mit 40 Jahren. War schön, Kind zu sein, genauso, aber es ist auch schön, erwachsen zu werden und dann wieder andere Sachen zu erleben. So ist das Leben einfach immer Veränderung. Und ja, wollte ich mal loswerden. Dann macht's gut, ich werde jetzt wieder öfter Videos machen. Denke ich, jetzt bin ich so einigermaßen mal zur Ruhe gekommen und habe jetzt auch wieder mehr Zeit, ein bisschen was aufzunehmen und ja, wollte auch ein bisschen was wahrscheinlich noch von Thailand zeigen und ja, wenn ihr Fragen habt, auch zu Thailand oder so, schreibt einfach unter das Video. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!